Auf geht's, wir sind am Berlin-Ostbahnhof. Berlin ist Baustelle, wie immer. Es geht jetzt nach Saarbrücken zum Filmfestival Max Ophüls. Wir sind heute super pünktlich gestartet und hoffen, dass wir auch pünktlich ankommen, weil heute Abend ist die Premiere von I Loved You First und ich würde gerne dabei sein. So viel Schnee, es sieht nach einem sehr kalten Trip aus. Mann. Wir haben es noch geschafft, ne? Wo sind wir? In Mannheim. Beinahe den Anschluss verpasst, aber jetzt ist der Anschluss auch noch nicht da. Also, let's see. Bin heile in Saarbrücken angekommen, sogar fast pünktlich. Das heißt, wir schaffen es auf jeden Fall zum Film. Die Gastgeberin hat mich abgeholt und mich zur Unterkunft gebracht. Auf jeden Fall, ja, ich habe mich fertig gemacht, beziehungsweise ich habe Lippenstift aufgelegt. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Teamessen. Ich bin gespannt und freue mich auf die Leute. Ich merke gerade, dass es ganz schön gruselig aussieht hinter mir. Tada, unser Filmplakat und unsere Screening-Times. Oh, jetzt wird gegessen. Und natürlich konnten wir nicht darauf verzichten, Grill zu essen und fermentierte Schrimpspaste. Wir haben im Kino wie Sau gestimmt. Jetzt geht's da rein. Oh, ist sie das? Premiere im CineStar von Saarbrücken, voller Saal und es geht los. I loved you first. Danke für die tolle Premiere, danke für alle, die da waren. Es war ein schönes Q&A, es wurde Händchen gehalten, es sind Tränen vergossen worden und wir hatten einen wunderschönen Abend. Danke an das komplette Team von I Loved You First. Gefeiert haben wir natürlich auch im Lolas Café und die Cuties habe ich dort auch getroffen. Es ist jetzt 16:30 Uhr, ich liege im Bett. Der Abend ist schön geendet. Wir hatten eine schöne Premiere. Wir sind zum schönen Filmfest, Party, was auch immer gegangen. Hatten Spaß. Ich habe ein paar Leute getroffen. Und ich habe echt nicht gedacht, dass es schon so spät ist. Aber der erste Tag für mich ist um. Ich schlafe jetzt. Morgen früh geht es weiter zum Fotocall für das Team. Und ja, ich werde berichten. Das heißt, gute Nacht. Adios, amigos. Ciao. So, zweiter Tag auf dem Max Ophüls Festival und jetzt geht's zum Pressetermin. Wir werden Teamfotos machen. Also, ja, Chang ist überhaupt nicht ausgeschlafen, aber hello, ich will doch auf dem Film, auf dem Foto mit drauf sein. Und ich finde, ohne meine Mütze, die so schön grün ist, wäre das alles sehr trist und traurig, oder? Das Grün peppt alles auf. So, Regisseurin und Produzent, wir sind beim Bodo-Tee. In Saarbrücken komme ich auf jeden Fall auf meine Schritte, weil dort, wo ich untergekommen bin, das ist alles irgendwie auch zu Fuß erreichbar. Man ist also zu Fuß irgendwie, sagen wir mal, 25, 30 Minuten unterwegs und mit den Öffis wäre man dann so 20, 25 Minuten unterwegs. Das heißt, es lohnt sich schon kaum, die Bahn zu nehmen, außer dass es arschkalt ist, aber ich komme hier auf meine Schritte, wollte ich nur sagen. So sah es ungefähr aus, als ich spazieren war nachts. Kalt. Und wieder sind wir essen. Guten Appetit! Asiatinnen sind fasziniert von Klos. Ein Klo wollen wir jetzt. So richtig Nyakue. Zeit auf Klo verbringen. Einmal extra Hände waschen, bitte. Normalerweise sind Klos ja komplett gefliest und schade.
nicht nur Videos, sondern auch Selfies werden auf diesem Klo gemacht. Danach ging es direkt zur Premiere von How Are You von Jo How Do. Herzlichen Glückwunsch! Jede Premiere wird auch gebührend gefeiert. Cup Noodles essen gehört zu jeder Reise dazu. Also Bon Appetit und dann gehe ich gleich zum Filmfest. Versuch in den Film Eismeier reinzukommen oder Goldheimer. Es gibt für beide Vorstellungen keine Tickets mehr. Aber ich versuch's. Und dann geht's heute zum Interview, zu einem Empfang und dann noch essen. Wie ihr sehen könnt, habe ich noch Karten bekommen für Eismeier, einen Film von David Wagner mit Gerhard Liebmann und Luca Dimitsch. Und es ist ein echt, echt Hammerfilm. Absolute Empfehlung. Ich sitze jetzt im Lolas Bistro und warte auf unsere liebe Regisseurin. Und dann gehen wir zum Interview. Das wird irgendwie live übertragen, aber ich weiß gar nicht wo genau. Aber wenn ich mehr Informationen habe, packe ich die mit rein. Und hier könnt ihr mal sehen, wie das Lolas Bistro aussieht. Hier finden dann abends auch die Veranstaltungen statt. Beziehungsweise hier feiern wir dann abends. Ich bin sehr froh, dass die Regisseurin des Films da ist, An Chu, und eine ihrer Hauptdarstellerin, und zwar Chang Le Hong, die Tam spielt, die besagte Mama. Schön, dass ihr da seid. Danke. Danke. Super netter Talk, den Link für den Talk findet ihr auf der ARD-Mediathek, packe ich euch unten rein. Danach kambodschanisch essen und das war mein erstes Mal und das war sau, sau lecker. Und ich hatte einen schönen Glückskeks. Dann ging es zum Filmhaus zu einem Q&A für I Loved You First. Und ich fand das Kino ja super spannend. Cooles Kino. Last Outfit Check. Ready to go. You like my outfit? Let's go, Preisverleihung. Letzter Abend hier. Es geht zur Preisverleihung heute im E-Werk in Saarbrücken. Und ja, auf geht's. Da haben wir das E-Werk, da geht's jetzt rein zur Preisverleihung. Bis gleich. So. Ist größer als ich dachte, Leute. Das ist die liebe Semin, Tobi. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr. Und natürlich auch alle, die uns streamen. 18 Preise warten wir, dass sie unter euch verteilt werden. Es werden nicht nur gefühlt immer mehr, es werden. Unser Film I Loved You First war nominiert in den Kategorien Bester Kurzfilm und Publikumspreis. Das ist gleich verraten. Wir vergeben jetzt den Max-Kurzfilmpreis, Publikumspreis, Kurzfilm. Der Preis ist dotiert mit 5.000 Euro und wird gestiftet von der Saarlouis Lux AG, die heute hier vertreten wird von Herrn Detlef Ruth. Hallo Herr Ruth, schönen guten Abend. Vielen Dank für die So ungefähr sind sich zwei Preise an uns vorbeigezischt. Dabei sein ist alles. Wir gratulieren auf jeden Fall allen Gewinnern und sind sehr, sehr happy, einfach Teil des Ganzen zu sein. Auf die Reise gegeben hat. Und der Preis gehört der Produktion Good Water Films. Haben wir auf jeden Fall. Wir haben angestoßen und wir sind nach Hause. Definitely not empty-handed. Spaß hatte ich auf jeden Fall und ich habe zum grünen Abschluss noch Wurst bekommen. Ich fahre jetzt mit dem letzten Shuttle um 3.55 Uhr home. Die Party war super. Ich habe es nicht erwartet am Anfang und ja, wir haben noch gut gefeiert. Wir haben noch gut was getrunken. Wir haben noch Wurst gegessen. Ich werde Saarbrücken jetzt ewig mit Iona Wurst verbinden und danke für dieses Festival. Ich werde wiederkommen. Dankeschön. Danke fürs Dabeisein. Gar nicht dieser beinharte Typ, der die Leute irgendwie in den Knast bringen will mehr.
Heute geht's bei sonnigem Wetter nach Hause. Ciao, Saarbrücken. Ich freue mich, dass es nach Hause geht. Es war ein wunderschönes Festival. Aber jetzt möchte ich wieder in mein eigenes Bett und einfach nur schlafen. Danke an das Filmfestival Max-Ophüls-Preis und see you next time.